Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die letzten zwei Ayat von Surat al-Baqara liest, dann hat Allah ihn genügt in seiner Nacht. In seiner Nacht. Das wird genügt und geschützt vor allem, was Böses ist und was schlecht ist. Außer, dass die Person selber etwas tut oder macht, dass diese Wirkung nicht wirkt. Dass diese Wirkung gestoppt wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, salawatu rabbi wa salamu alayhi, ich habe einen Schatz bekommen von einem Haus unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind diese zwei Ayah. Das wird die letzten zwei Ayah von Surat al-Baqarah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir haben drei Eigenschaften, was keiner bekommen hat. Und wir haben Vorzüge. Ich habe diese zwei Ayat von einem Schatz unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Keiner vor mir hat das bekommen und keiner nach mir wird das bekommen. Diese zwei Ayat. Deshalb man sollte diese zwei Ayat lernen und lesen, wenn man auch das will. Jede Nacht barakallahu fikum wa zakum Allah khairan.